Ich weiß, der Titel klingt nach Clickbait, aber hört mir zu. Ja, wir geben heute eine Rezension von einer Garmin Fenix 5 Plus Saphir Edition in neu. Das hier, das ist ein neues Paket, das ich bekommen habe. Darin ist die Garmin Fenix 5 und ich gebe euch meine Meinung nach über einem Jahr. Ich weiß, macht keinen Sinn, aber das ist tatsächlich ein Garantiefall, mehr oder weniger. Ich erkläre euch gleich was dazu. Das habe ich nicht erwartet. Garmin hat mir gesagt, ich kriege eine neue, weil hier oben ist dieser Start- und Stopp-Knopf. Der hat nicht richtig funktioniert. Also er hat keinen Klick mehr gemacht, sondern es war nur noch ein dumpfes Geräusch. Dementsprechend haben die gesagt, ich kriege eine neue Uhr. Aber naja, ich habe zumindest auch ein neues Band, das ich abmachen werde, weil ich habe noch mein altes Band und dann habe ich das hier als Ausgehband, das andere als Trainingsband. Fokussieren wir uns auf die Garmin. Ich muss sagen, die Garmin hat mich selten enttäuscht. Ich habe höchstens 15 Stunden mit eher Ausgabe, 15, 16 Stunden voller Akku, mit GPS, mit Bluetooth, mit Herzfrequenzmonitor, mit, also doppeltem GPS, mit Galileo. Und es hat eben 15, 16 Stunden lang ausgehalten. Das war bei meiner 100-Meilen-Tour, hat die Uhr das noch ausgehalten. Also das zum Akku. Ohne Trainingsbenutzung hat sie fast ungefähr 10 Tage ausgehalten. Das ist fast so viel, wie Garmin gesagt hat, also nicht schlecht. Kratzer, Saphirglas. Ich hatte keinen einzigen Kratzer. Ich hatte viele Kratzer hinten an der Lunelle. Ich glaube 5, 6 Stück, die man teilweise sogar gesehen hat. Aber keinen einzigen Kratzer. Immer wenn ich gedacht habe, es passiert was, ist ein Stein draufgefallen beim Klettern. Ich dachte, okay, jetzt muss ein Kratzer drin sein. Kein einziger Kratzer. Also, fangen wir mal an, jetzt wo sie aufgeladen ist. Hier haben wir unsere Uhr, natürlich nicht so hell mit 60% und natürlich auch nicht so klar, wenn wir das vergleichen mit so einer Uhr. Das ist eine Samsung Galaxy Watch Active 2, die ist von meiner Mutter. Natürlich keine Chance, die beiden zu vergleichen, da hat Samsung die Nase vorne. Allerdings liegt das A an dem Saphirglas B. Wenn ich mit diesem Display auf das Display hauen würde, wäre wohl das hier sofort kaputt. Liegt einfach an der Natur. Was ich allerdings erfahrungsgemäß sagen kann, wenn ihr dieses Display, diese Uhr in die Sonne hält, es ist besser zu lesen als eine ganz normale Uhr. Es wird viel heller, also es ist nicht so, als hättet ihr zum Beispiel euer Handy in der Sonne und ihr müsst ganz hell schalten. Nein, es wird noch besser zu lesen, das ist absolut genial. So, gehen wir jetzt natürlich noch kurz auf die Funktionen ein. Wir sehen hier unsere Aktivitäten und ja, es gibt sehr, 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 sehr viele. Das sind nur die Standardaktivitäten. Ich kann erfahrungsgemäß sagen, die Karten sind sehr gut und vor allem das GPS-Mapping ist sehr gut. Und mit dem GPS-Mapping meine ich, ich habe es mit Handy probiert, ich habe es mit einer Garmin Edge probiert und mit der hier kriegt ihr ungefähr 10% mehr Strecke, weil eure Kurven werden nicht geschnitten, beziehungsweise eure, ja, Kurvenstrecken, sondern die werden eher außen rum genommen, somit habt ihr mehr Weg. Wenn ihr auf der Geraden fahrt, kein Unterschied, wenn ihr aber im Wald fahrt und in Kurven, großer Unterschied. Pulsmesser, natürlich ist der etwas ungenau, weil das ist ein oberflächlicher Sensor. Wenn ihr wirklich trainieren wollt oder wirklich aufs nächste Level geht oder einen Trainingsplan habt mit Puls, könnt ihr den vergessen, wie jede andere optische Uhr. Da müsst ihr definitiv einen Brustgurt tragen, den ich auch getragen habe mit Brustgurt. Sehr, sehr genau. Ich habe letztens an der Universität einen Test gehabt und die waren wirklich sehr nah mit den Elektroden, mit meinem Gurt. Den durfte ich tatsächlich benutzen. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die ganzen Features wie VO2 Max wird nur beim Laufen angezeigt, außer was kann ich also zu dieser Uhr sagen nach über einem Jahr? Naja, es ist eine sehr gute Uhr. Ich würde sie euch empfehlen, wenn ihr das Geld habt. Wenn ihr mehr Geld habt, kauft euch die Fenix 6. Was geht ab, Leute? Bearbeitungs-Mike hier. Gestern hat mich ein Kollege gefragt, ob er sich die Uhr kaufen soll. Und da habe ich ihm tatsächlich gesagt, nein. Aus mehreren Gründen. Erstens hat er kein Geld dafür. Das heißt, ihr braucht wirklich viel Geld für so eine Uhr. Zweitens
Für ihn macht es keinen Sinn. Er will keinen großartigen Sport machen, er will sich nicht verbessern, er braucht kein Training, er muss nicht auf irgendwas achten. Für ihn wäre es einfach nur so aus Spaß. Und ehrlich gesagt finde ich dafür den Preis von so einer Garmin zwar einigermaßen angemessen, aber nicht notwendig. Das wäre genauso, wie wenn ich einen Sportwagen holen würde und damit nur ins Geschäft einkaufen fahren würde. Es macht absolut gar keinen Sinn. Also, es gibt günstigere Modelle. Und wenn ihr nicht unbedingt wirklich für etwas Spezielles trainiert oder auf euren Puls etc. aufpassen sollt, müsst, kauft euch keine Fitnessuhr, sondern geht einfach raus, Mountainbike fahren. Kauft euch vielleicht eine GPS-Einheit, wenn ihr unbedingt GPS-Tourenplanung etc. braucht und euch nicht auf euer Handy verlassen wollt, besonders ihr was sehen müsst. Die haben auch Herzfrequenzmessungen mit einem Gurt, aber sonst, wenn ihr nicht unbedingt wollt oder die ganze Zeit euch planen müsst mit Erholung, Puls etc., braucht ihr wirklich keine Uhr. Saphirglas ist trotzdem für mich ganz weit oben. Und hier oben ist der Start-Stopp-Knopf. Das ist das Einzige, das mich enttäuscht hat. Die Uhr an sich hält bestimmt noch ein paar Jahre. Dieser Start-Stopp-Knopf, der hat nicht mehr funktioniert. Ich habe ihn gedrückt, er war dumpf. Es hat nicht mehr geklickt. Ich wusste nicht, ob ich gestartet habe oder nicht, außer ich schaue nach. Das habe ich Garmin geschrieben. Sie haben mir gesagt, sie schicken mir eine neue Uhr. Daher habe ich heute diese neue Uhr bekommen. Gar kein Problem. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder euch zumindest geholfen. Danke fürs Zusehen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.